Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur Legende von Sommerland. Endlich geht's weiter nach 2 Jahren Pause. Die Minecraft-Welt wird weiter erstellt und wir sind hier auf einem Steg, den viele noch kennen dürften, wenn ihr damals die Legende von Sommerland verfolgt habt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich diesmal Verstärkung habe. Viele, viele Leute sollen da mitmachen, unter anderem auch der Benny, der linke Ork da neben meinem komischen Prinzenverschnitt hier. Dann der Pirat, der Tobi und der Erich, nicht der Gronk, sondern ein anderer Erich, der Eric B. Carsten Wales, der ist auch heute dabei. Ein britischer Kumpel von uns. Ja, Sir. Ja, hallo, ja, so, lass uns loslegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, hier in die Welt zu starten, alles zu erkunden. Ja, ich freue mich auch schon mega, dass wir hier zusammen was bauen können, finde ich toll. Genau, also wir sind hier im Kreativmodus, muss man kurz mal anmerken. Cheater. Und wir bauen hier halt eine kleine Rollenspielwelt, das wird halt echt ganz cool. Viele von euch werden es doch kennen und ich hoffe, es kommt ganz gut an, dass wir sowas jetzt mal machen, so ein Gemeinschaftsprojekt. Es werden auch noch weitere YouTuber hier zu gerne, können sie mitmachen. Zum Beispiel auch der Dennis wird noch morgen was aufnehmen dazu. Oder auch der liebe Taros, der ist auch am Start. Und wir sind hier in Vespilan, viele von euch werden es noch kennen, diesen schönen Ort. Ja. Wunderbar hier. Wirklich klasse, das wiederzusehen. Es hat sich nicht viel verändert, muss man dazu sagen. Außer, dass der Tobi, der Pirat und ich hier mit 2 Orks rumlaufen. denn die guten Männer hier werden das Ork-Lager aufbauen, was dann auch ziemlich interessant werden dürfte. Denke ich mal. Wir, würde ich sagen, oh, wir fliegen mal los. Da wird gefoltert und gemordet. Ach, so krass seid ihr drauf. Ne? Wir sind auf Blut aus. Dieses Mal sind wir auf Blut aus. Natürlich, nach der Nacht, weil bis wir das hier wieder alles ans Laufen bekommen haben, ich die Welt wieder importiert habe und oh, der Tobi hat rumgefummelt, ich habe rumgefummelt, wir haben noch Dynamit, wir haben gesprengt, wir haben noch Terraforming betrieben. Ach, ihr habt rumgefummelt? Wir haben alle rumgefummelt. Ja. So, aber um mal ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen, hier erinnert ihr euch wahrscheinlich noch an diesen Turm der Sucher, vielleicht der eine oder andere. Wir sind hier, um mal kurz die Story ein bisschen aufleben zu lassen wieder für die, weil es ist ja schon lange her. Ja, eine große Eiszeit hat die Welt erreicht, alles ist vereist und vieles wurde verlassen. Hinterher kam eine große Flut, auch Serverabsturz genannt, denn dann ist meine Karte einmal gecrashed. Und obendrauf gab es dann jetzt hier die Wiedergeburt von der Welt von Sommerland, so heißt das Ganze hier. Tanevar hieß der Kontinent ursprünglich nach der Historie und hier sehen wir beispielsweise den großen Baum von Ventafur. Einige von euch werden ihn noch kennen mit der Hütte da drinnen. Schön ist das, oder? Wo seid ihr denn? Ich laufe jetzt mal hier durch die Gegend. Ich finde das schön, hier so rumzulaufen. Ich mag das. Ja, es ist ein bisschen pfeifen und in der Gegend rumlaufen. Ich erkläre noch gerade mal, Jungs, ne? Und dieser Baum, der war halt auch so stark, dass er dem Eis trotzen konnte. Und er ist halt auch ziemlich hoch gewachsen, war damals noch auf einem großen Hügel. Und deswegen ist er hier auch nicht untergegangen. Anders sieht es da mit der Burg der Donnerspitze aus, da hinten sehen wir noch ein paar Ruinen der ehemaligen Burg von Donnerspitze. Und hier rechts das Dorf Vespilan, das die neuen Siedler erbaut haben, die in dieser Welt ja rumbasteln. Denn, das muss ich auch kurz erwähnen noch einmal, das wird nicht einfach nur eine ganz normale Minecraft-Welt. Also wir werden da zwar probieren, natürlich irgendwie so eine Fantasy-Welt zu bauen. Ja, wo es dann Orks gibt, Elfen, verschiedene Inseln, verschiedene Parteien. Und die dann nachher möglichst, wenn es denn hinhaut, wir setzen uns natürlich jetzt große Ziele, ich will da nichts versprechen unbedingt. Ja, die werden wir dann, wenn möglich, das wird glaube ich sehr spannend, noch in eine kleine Adventure-Map verpacken, so dass ihr hier auch große Schlachten dann nachher austragen könnt, wenn es denn fertig ist. So, und jetzt habe ich da lange genug einen Monolog hier geführt, liebe Freunde. Bringt ihr doch mal rein hier. Was wollen wir machen? Ich muss ja als allererstes nochmal sagen, dass ich extrem diese eine riesige Burg vermisse, die du damals gebaut hast. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber das... Donnerspitze. Ja, die Ruinen liegen vor Vespilan. Ja, genau. Ich fand diese Burg so genial. Das ist echt schade. Ja, das war echt... Ja, das ist ja leider viel verloren gegangen von der Welt. Aber es ist irgendwie schon cool, das auch alles wiederzusehen. Hier so ein kleiner Grafikbug. Weil, ganz ehrlich, 2 Jahre haben wir hier nicht drin rumgeschlummert. Und jetzt kommen so ein bisschen Erinnerungen hoch, den man schwelgt. Das hier ist natürlich ein ganz anderes Projekt, also nicht mehr wirklich mit dem alten Sommerland zu vergleichen. Wir nutzen allerdings den Kern dieser Geschichte. Ja, und wir haben uns überlegt, jeder kriegt seine eigene Baustelle, ne? Und Tobi, zeig du uns doch mal deine. Wo bist du denn, Tobi? Ich bin noch an dem Baum hier. Du weißt aber, glaube ich, noch, wo es lang geht, ne? Ich weiß das nämlich schon gar nicht mehr. Ich weiß, wo es lang geht. Okay, dann Notfall, komm, ich fliege mal gerade so hier. Wer ist hier? Ja, das bin ich. Ich bin ja der edle Ritter. Und
Ja, hier ist das Chroma, wie heißt das? Chroma Texture Pack habe ich aktiv. Welche Texture Packs habt ihr denn so aktiv? Ich habe das gleiche wie du genommen. Ich auch. Ne, das ist ganz Chroma Hills. Hm, das ist super, genau. Ne? Ich glaube, wenn man da noch ein paar Shader drüber legt, kann das echt schön aussehen. Genau, das ist natürlich wieder das Problem mit den ganzen Minecraft-Versionen. Ja, und viele werden sich jetzt vielleicht auch fragen, warum machst du Minecraft auf einmal und sowas alles. Ja, man muss ja sagen, die Geschichte von Sommerland ist ja eigentlich eines meiner ersten LP-Projekte gewesen und ich konnte es einfach nicht umsetzen alleine, was ich da alles vorhatte. Und das hat dann so ewig viel Zeit gekostet, dass ich die Zeit nicht mehr investieren konnte. Aber mit gemeinsamen Kräften könnte das klappen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Piraten der La E, die Pirateninsel. Die Vespilan-Leute, die da leben auf dieser Insel, wo wir gerade waren, das sind eher so Siedler, die ein gutes neues Leben anfangen wollen, ein bisschen beschützt werden vom Rat der Sucher, so heißen die Jungs. Das ist beispielsweise nur eine kleine Demokratie. Naja, und hier, muss man mal sagen, steht schon so ein Pfeiler. Hier kommen die Piraten der La E hin und dieses Ding wird der Tobi bauen. Ja. Das hier ist Tobis Baustelle. Da freue ich mich schon richtig drauf. Erzähl doch mal. Ja, ich werde mal gucken. Ich werde mich so ein bisschen an Assassin's Creed 4 und vielleicht auch Risen 2 so ein bisschen halten, so was die Bauten angeht. Das ist eigentlich eine ganz gute Vorlage, glaube ich. Ich glaube, das wird hier ganz gut. Hoffe ich. So, und wir werden das halt nicht immer als APT machen. Das muss man auch ganz kurz vorher ankündigen. Nee, das wäre es ja wohl. Sondern das wird wahrscheinlich genau alle 2 Tage laufen, aber wir werden nicht immer zusammen aufnehmen. Das heißt, viele werden auch einzeln mal in ihren Bauten rumschrauben und jeder kriegt halt so eine Art Grundstück erstmal und dann gucken wir weiter. Natürlich auch je nachdem, wie es bei euch ankommt, ob euch das Spaß macht, das wissen wir natürlich noch alles gar nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig. Aber wir dachten, das wäre vielleicht ein cooles Projekt und nachher kann man die Fraktionen dann auch mit Gehilfen gegeneinander kämpfen lassen. Das heißt, die Siedler vom Vespilan, die Piraten vom Tobi oder hier die Orks von den Alchemisten, die uns jetzt mal ihre Ecke zeigen, oder? Benni, zeig doch mal. Komm mal, ja, und Erich. Zeig mal her, wir Benni. Teleportieren uns am besten dahin, oder? Ist doch ein ganz. Ja, Stück. Können wir machen. Aber komm, wir können fliegen. Ja, wir können fliegen. Geht doch, ist doch von hier. Müssen. Genau, hier. Was können wir schön zeigen, weil ich muss sagen, die Map ist auch ein Killer. Ja, bis ja, wir die halt echt zum Laufen gebracht haben. Das ist jetzt echt schön, dass wir es am Ende dann doch noch gepackt haben. Also du, ja, so du, hast, ja, du ja, hast ja die Karte. Map mit MC Edit und so zusammengefügt, muss man ja mal sagen. Also großes Lob an den Sarah. Ach, da sind wir das ja war schon. Auch hardcore, muss ich ehrlich sagen, wegen hier 4-5 Stunden, weil es dann nicht funktioniert hat. Und hier sind wir, hier wäre dann die Insel, beziehungsweise hier ist das große Festland schon. Und hier hausieren die Orks. Erzähl doch mal, Benni, was habt ihr euch vorgestellt? Ja, also wir wollen irgendwie schon die bösen Orks sein. Und ja, gibt's das denn heißt, gute Orks? Nee, wahrscheinlich, obwohl, naja, kommt auf das Universum an, oder? Also ich habe beide schon gesehen. Shadowrun. Ja, naja, stimmt. Und wie gesagt, deswegen wird alles ein bisschen dunkler angehaucht sein und ja, blutig. Und ich fange, glaube ich, mit so einem fiesen Tempel an. Und der Erik, der hat so ein paar Tötungsmaschinen schon ausprobiert. Ich sehe schon den Obsidian-Turm hier vor mir. Ja, genau, so, oh Gott, so in der Art vielleicht. Das wird also ziemlich geil. Also wir haben uns einiges vorgenommen. Obendrauf wird es natürlich noch weitere YouTuber geben, die ja mitmachen, hatte ich ja eben schon angesprochen. Ich probiere natürlich auch noch den Gronkh zu überreden. Den habe ich jetzt leider die Tage nicht erreicht, deswegen haben wir es jetzt mal so gestartet. Aber das ist natürlich ein super flexibles Projekt, wo auch weitere Leute mitmachen könnten und sich theoretisch auch noch weitere Geschichten ausdenken. Und natürlich auch die Siedlung der Elfen. Auch die Zuschauer, ne? Da kann man ja auch mal so Bauvorschläge oder sowas, kann man ja immer in die Kommentare hauen. Ja, sehr gerne sogar. Da gucke ich erstmal in die Sonne. Ja, super Idee, Tobi, muss ich sagen. Also wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Namen habt, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, was könnte man noch für Reiche machen, paukt's in die Kommentare, haut's rein, lasst uns wissen. Gerne immer wieder Feedback liefern über jegliche Folgen, die wir hiervon abdrehen. Wie viele das werden, entscheidet natürlich auch ihr und wann so eine Welt fertig ist. Das ist natürlich auch der Spaßfaktor in der ganzen Sache. Aber man muss sagen, wir sind wieder hoch motiviert und diese Pfeiler da, die werden natürlich irgendwann wegkommen. Das wird jetzt nicht so bleiben. Erzählt doch mal ganz kurz, Benni, wo ihr hier, was ihr so bauen wolltet. Ihr wolltet euch vielleicht auch einen Berg bauen oder so, ne? Ja, oder in den Berg rein. Das passt ja auch zu Orks, ne? So ja, finde ich auch nicht schlecht. Oh ja. Kann man auch cool machen. Ein bisschen sumpfiger hier alles, ne? So. Also willst du auch Terraforming betreiben, so ein bisschen, ne? Ja, ja so muss ein bisschen düsterer werden, ne? Wenn die Orks hier... Ich muss ehrlich sagen, ich war noch gar nicht hier hinten in der Karte. Das sind so die ersten Gebiete, die wir hier abchecken. Sieht so, aber alles in allem echt schön aus. Und da fängt die Wüste an. Ja, ich muss auch sagen, das Texture Pack holt noch mal einiges raus. Wenn dann noch ein bisschen Shader drin sind, das wird natürlich auch dann irgendwann funktionieren. Aber erwartet nicht zu viel von uns, denn wir sind keine Minecraft-Profis. Wir produzieren das Ganze vor allem echt, kann man so sagen, zum Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Minecraft kann man echt zwischendrin immer mal wieder zocken, das ist schon krass. Ja, klar. Und Sommerland hatten wir echt gedacht, so im Moment sind wenig Singleplayer-LPs.
da wir jetzt hier auch nicht gezwungen werden, immer zusammen aufzunehmen, also immer einen Zeitpunkt zusammenzufinden, sondern hier auch gemütlich mal alleine an unseren Gebäuden rumschustern können, ist das halt auch ganz easy. Wie gesagt, alle zwei Tage so rund 20 Minuten und dann machen wir jetzt erstmal ein paar Folgen, bauen erstmal unsere Siedlung aus und dann würde ich sagen, werden wir dann auch mal schauen, wie es weitergeht und ob man daraus dann auch wirklich eine Adventure-Map zusammenschustern könnte. Sowas wie Hunger Games wäre halt geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Richtig mit Fraktionen vielleicht sogar, das wäre echt richtig nice. Er hat ja schon die Piraten, die Orks und diese Menschen, die Bürger von Vespilan dann. Und dann hätte es ja vielleicht, könnte man da noch voll in die Wüste vielleicht so eine arabisch angehauchte Kultur machen oder sowas. Das wäre auch ziemlich geil, oder? Mit so riesen Tempelanlagen oder so. Ja, oder Zwerge, die halt irgendwie so eine Mine irgendwie bewohnen. Das wäre auch extrem cool. Genau, Zwerge könnten wir auch machen. Das wäre auch cool. Müssen wir nur die Minecraft... Obwohl, die Minecraft-Skins sind ja echt cool, ne? Muss man halt auch sagen. Mhm. Also es gibt ja einiges. Ja, die erste Folge, wie gesagt, fliegen wir ja so ein bisschen zusammen rum, zeigen euch mal die Welt. Einige von euch werden jetzt denken, Mann, das glaube ich nicht, da habe ich hier niemals mit gerechnet, dass das nochmal wiederkommt. Tatsächlich ist es soweit. Und ich verfliege mich jetzt langsam ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt geht es aber immer weiter. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesen. Das ist echt das Riesenfestland. Also jetzt haben wir einmal überflogen, mal so das Gebiet. Oh, wir haben eine Zivilisation gefunden, Benni. Guck mal. Ja, schönes kleines Dorf. Das ist ja geil. Ah, das ist aber gibt's nett. Schon eins. Ah, dann portieren wir uns doch gerade mal zum Tobi hier ganz kurz. Das sind die alten Langnasen. Eine Sekunde. Hier. Und ich mag, dass Minecraft standardgemäß schon richtig mittelalterlich gebaut hat. Das finde ich auch immer super. Ja, cool. Da haben wir schon ein Dörfchen gefunden. Das sind natürlich dann die fahrenden Siedler, die gibt's auch hier. In der Welt. Das finde ich aber auch ganz geil. Ja. Aber ein ganz schön großes Dorf auch. Die machen so komische Geräusche. Ich glaub, Geräusche. Ja. Geräusche passt. Ja, die müssen sich vor den Orks in Acht nehmen, glaube ich. Oh, oh. Hast du Blutdurst? Oh ja, vor allem auf die Pferde oder Esel. Der Sarazar hat schon einen getötet. Boah, die Orks überfallen das Lager. Der Ritter in Strahlen, der Rüstung. Erstmal den ersten Dorfbewohner umgehauen. Und den Benni kann ich jetzt leider nicht umhauen. Aber wir sind ja erstmal auch nicht echt. Wir sind ein Gemeinschaftsprojekt, wo es eigentlich friedlich zur Sache geht. Wir sind jetzt erstmal, der Krieg kommt dann nachher hoffentlich, aber wir sind jetzt erstmal am Aufbauen, dass wir da eine Welt zusammenbasteln, wo man dann vielleicht mit Fraktionen irgendwelche Kriege führen kann am Ende. Das wäre ziemlich cool. Guck mal, ein Baby. Dass wir uns dann irgendwie was überlegen, wo man aus der anderen Karte dann irgendwas klauen muss und ins eigene Lager, so Capture the Flag oder so. Oh, wie süß ist der denn? Wer haut ihn? Ja, ich wusste es. Alter, der Ork. Boah, du mieses Schwein. Der Benni. Mit dem Knochen. Vor allem. Boah, ist das wie. Und den Dorfbewohner auch noch ins Loch geschubst. Das ist unglaublich. Und weil das orkische Götter sind, können wir daran nicht mal etwas ändern. Eingesperrt. Nein, kommt raus, Freunde. Freunde, sagt er, weißt du? Freunde. Nie im Leben. Alter, wer soll die Tür denn hier betreten? Hallo? Wir wollen die doch noch essen. Ich glaube, da lege ich gleich mal Hand an. Was? Ja, und ihr seht schon, wir modifizieren die Geschichte von Sommerland so ein bisschen. Das heißt, dass die Geschichte mit Vespilan und der Eiszeit und dem gestiegenen Wasser, die steht also noch. Allerdings ist das halt jetzt eine offene Fantasy-Welt. Wir werden da so ein bisschen probieren, für jedermann was reinzubauen. Und ich glaube, das wird ganz geil am Ende. Ohne Höhle. Wir finden nie wieder zurück zur Hauptinsel. Dunkel. Muss eine Flacke rausholen, eine Fackel natürlich. Lieber Benni. Ja, sehr schön. Machst du das. Oh, hier ist aber schön. Wo seid ihr? Wir sind in so einer Höhle abgetaucht. Der Beetlejuice liegt hier auch rum. Ich hab den Boden kaputt. So, ich brauche jetzt mal ganz kurz wieder die Koordinaten. Und ich probiere jetzt mal zurückzufliegen zur Insel. Du heiliger Bimbam, ey. Wir sind aber ganz schön weit über die Wüste gepäst, ne? Ja. Aber es ist auch spannend, hier so ein bisschen zu entdecken einfach nur. Das ist echt cool. Da kann ich stundenlang mitverbringen. Ja, man kann ja auch am Anfang... Genau, und am Anfang in der Welt halt die Welt auch erstmal so ein bisschen zeigen, ne? Finde ich auch ganz cool eigentlich. Ja, das stimmt. Auch unterirdisch findet man auch total schöne Sachen. Ja, und wie gesagt, dann wird zwischendurch immer so APT-Sessions geben, mal alleine. Und ihr könnt das ganze Let's Play natürlich aus allen Perspektiven verfolgen. Alter, genau, wie geil. Das heißt, muss man mal sagen. Der Tobi nimmt auf, der Benni nimmt auf. Alles in der Beschreibung. Es nehmen halt auch noch viele weitere dann hoffentlich bald mit auf. Wir haben noch viele Jobs zu vergeben. Ich glaube, das wird eine ziemlich lustige Nummer am Ende. So ein cooles Gemeinschaftsprojekt. Weil für sowas eignet sich Minecraft halt echt sehr gut. Das muss man dem Spiel einfach lassen, ne? Ja, ja. Hier kann man gut gemeinsam zocken und halt seine Kreativität ausleben. Ist eigentlich perfekt. Ja, tatsächlich. Das ist echt cool gemacht. Kein Herzinfarktrisiko wie bei DayZ.
Ja, das stimmt. Dafür haben wir ja Daisy. Ja, der Erich, vielleicht erkennt er die Stimme wieder. Der war auch mal bei Daisy dabei eine Runde, ne? Muss man auch mal erwähnen. Ja, stimmt, ja. Zweimal sogar, aber einmal war ich nicht mit dem TS. Da genau. Da habt ihr mich nur verarscht und gefangen genommen. Ach was, würden wir doch nicht machen. Da wussten wir aber noch nicht, dass du bist. Das hätte uns ja Benny ja erst später verraten, weil der sich ja selber stimmt. Noch nicht sicher war, ob du bist. Ja, weil man das muss passiert dazu erwähnen, ja ganz schnell in Daisy. Dass man den Benny kennen ja die meisten, muss ich glaube ich nicht mehr vorstellen. Und der alte Kumpane aus Daisy und geht ja online. Und der Tobi halt, der alte Kumpane aus geht ja online und noch viele weiteren Games. Und ja, auch Arbeitskollege. Richtig guter Mann, der Tobi. Muss ich auch mal werden, der Benny. Auch ich freue mich immer mit euch zu zocken, macht echt Laune. Und der Erich ist ein Kumpel vom Benny, ein alter Schulkollege. Genau. Ja, und der hat von unserem Projekt halt Wind bekommen, als wir darüber bei einem kühlen Kaltgetränk geredet haben. Und gedacht, Mensch, da hätte ich auch mal Bock drauf, sowas mitzubauen in so einer Fantasy-Welt. Dann haben wir gedacht, komm, Erich, weißt du was, dann machst du einfach mal mit. So, und den anderen Erich, den Gregor Onk, den probiere ich auch natürlich auch zu überreden. Vielleicht macht der auch mit, vielleicht können wir den dann dafür nur kriegen. Aber ich weiß nicht, im Moment, der wollte ja eigentlich eine Minecraft-Pause machen, deswegen kann ich es leider nicht versprechen. Wir sagen ihm einfach, da macht eine Roboter-Dame mit. Da macht er bestimmt mit. Besorg mir so ein Gronkh-Soundboard, der soll mir ein paar Sachen einsprechen. Dann nehme ich ihn immer mit in die Folgen. Ne? So ein paar Sachen. Kohle. Eine Flasche Bier. Lalala. Ja, und wie gesagt, ich muss sagen, ich bin gar nicht so der mega Minecraft-Fan, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt ja verschiedenste Modifikationen. Ich finde die Idee, auch wenn es jetzt blöd klingt, man soll ja kein Eigenlob machen, wenn es denn überhaupt umsetzbar ist, kann natürlich auch sein, dass wir gnadenlos daran scheitern werden. Aber wir müssen ja erstmal auf die andere Insel. Ihr folgt mir einfach blindlings, ne? Ja, natürlich. Du bist ja, wir müssen doch erstmal auf die Pirateninsel. Aber um jetzt aufs Thema zurückzukommen, es könnte natürlich auch sein, dass wir das vielleicht gar nicht fertig kriegen. Das könnte natürlich auch passieren, ne? Leider. Oder wir sitzen in einem Jahr immer noch hier und haben voll Spaß dran. Weiß man halt nie. Das kann auch sein. Das weiß man halt nie. Aber da wollten wir jetzt auch keine Versprechen hier irgendwie hinlegen, weil so ein Projekt, da gehört natürlich auch viel, viel, viel Manpower dazu. Man muss gucken, wie es wird. Das ist ein Versuch mal wieder. Aber wenn es bei euch gut ankommt und wenn wir hier tatkräftig anpacken, ich glaube, dann könnte man hier eine richtig coole Fantasy-Welt bauen. Und auf das Thema zurückzukommen von eben noch, ich könnte mir halt vorstellen, dass die dann halt auch gerade im Nachhinein mit so einer kriegerischen Welt mit verschiedenen Fraktionen, dass man da echt ein cooles, spannendes Ding draus machen könnte in der Welt. Wenn man dann vorher ein Backup macht und dann muss man irgendwie was zerstören im gegnerischen Lager. Gerade auch durch die Inseltrennung. Und je nachdem kann man das dann auch natürlich zum Download zur Verfügung stellen, ne? Ja. Tobi, was hast du dir hier vorgestellt bei der Pirateninsel? Im Kopf rattert schon so ein bisschen. Also ein Schiff kommt da auf jeden Fall hin, so ein schönes, großes Piratenschiff, das weiß ich jetzt schon mal. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das bauen soll, aber das kriege ich schon hin, glaube ich. Ja, Schiffe sind gar nicht so leicht. Ich muss ja sagen, ich habe davor, das ist jetzt 2 Jahre alt, was ihr eben gesehen habt, wo wir jetzt wieder hinfliegen. Das halt, hat halt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nicht so leicht, das alles zu bauen. Also ich hatte sehr viel Zeit investiert in diesen ganzen Kram. Mir ist ja einmal dann die Welt abgestürzt. Und so haben wir aber immerhin jetzt auch schon ein bisschen was zu zeigen hier in der Welt, was ich ganz gut finde. Und ich glaube, wir haben einen guten Seed gewählt. Der bleibt natürlich erstmal noch geheim, bis das dann alles veröffentlicht wird. Ne? Oder? Was sagt ihr, Kinder? Ach, da sind wir ja schon. Genau. Wir bauen erstmal schön in Ruhe alles auf und dann kann das jeder gerne bestaunen. Vor allem, dass ihr mir Welt folgt. Bereisen. Ich folge meinem Instinkt. Orientierungssinn. Wo ich das erste Haus gesehen habe, wusste ich bin richtig. Ja, und ihr könnt ja mal erzählen, was wir noch so für Ideen hatten gerade. Boah, jede Menge eigentlich, ne? So viele Ideen und irgendwie so viele Ideen gleichzeitig, dass wir bestimmt alles vergessen werden. Ja, wahrscheinlich. Man muss sich echt viel aufschreiben. Deswegen brauchen wir halt, wie gesagt, auch eure Hilfe. Schreibt uns hier in die Kommentare. Und hier hatte ich mir ja sogar die Mühe gegeben, das ist halt auch so ein bisschen die Anleitung, dass man wirklich auch den Leuten, die in den Häusern wohnen, irgendwie eine Geschichte verleiht. Hier wäre beispielsweise der Fischer Pino. Einige von euch werden ihn noch kennen von damals. Lange her. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht unbedingt zu vergleichen mehr mit der alten Geschichte. Hier fangen wir komplett von vorne an, nur dass wir halt diese Insel schon zur Verfügung gestellt haben. Und warum dann nicht auch nutzen? Hier Harald der Schmied, der Nachfahre von Schmied Olaf, der hier hinten auch hier schöne Schwerter schmiedet. Man sagt, dass der Benny gerne das Schwerter kauft. Ich glaube, früher hattest du Dings gehabt, ne? Das Problem, dass du keine NPCs hast, ne? Genau, das hat man jetzt auch nicht mehr. NPCs kann man wunderbar hier noch einbauen. Können wir alle noch einbauen. Wir können theoretisch Quest-Systeme mittlerweile machen. Hier übrigens noch der gute alte Rat der Sucher. Das Bild gefällt mir nicht mehr.
Die Bilder vom Kunstwettbewerb probiere ich natürlich nochmal einzufügen. Da gab es ja damals einen. Das ist jetzt gerade noch nicht am Laufen, aber vielleicht kriege ich das hin. Muss mal gucken, ob ich das alles noch habe, fein säuberlich, aber ich probiere es. Und ansonsten müssten wir da nochmal neu machen. Hier, Obelian der Sucher, der Nachfrage von Obelion, wir erinnern uns. Ja, das ist der Chef wohnt hier sozusagen, der Chef des Dorfes. Und da muss ich sagen, falls ihr das noch kennt, hier kann man reingehen. Ja, hier ist ein Schlafzimmer, sehr schön. Das Bild mache ich jetzt auch nochmal ab hier, weil die passen einfach nicht. Oh. Jetzt ein Pirat, guck mal, hier kannst du direkt hier losfahren, Pirat. Huch! Oh, das... Aber ist ganz cool, ne? Der hat so seinen Steg. Oh, was ist mit dem Boot gemacht, Benny? Das schöne Boot. Das warst du. Ja, komm, gib's zu. Warte mal, ich als alter Pirat, ich fahr das mal gerade wieder dahin. Ja. Wenn's nicht kaputt geht. Alter. Ja, stimmt, das ist ja immer so das Problem mit Booten, ne? Ja, die Boote sind echt eine Katastrophe teilweise. Gehen einfach nur kaputt. Ja, hier nochmal gerade ein bisschen zeigen, um in Erinnerungen zu schwelgen, wie gesagt. Und hier noch die Ruine der Donnerspitze. Das war halt die große Burg. Alter. Die hatte ich damals, glaube ich, sogar ein bisschen unter Wasser gebaut, wenn ich mich nicht irre. Aber ich weiß nicht mehr, ob die Ruinenteile da noch drin sind. Ich finde das Schiff aber eigentlich ganz cool, was du gemacht hast hier vorne. Cool, danke. Also. Also es gibt natürlich viel geilere. Ich habe halt Schiffe gesehen. Ja, klar, aber wir sind halt jetzt keine Überexperten. Groß skaliert und so, für so ein kleines Schiff sieht es doch richtig gut aus. Ja, ich meine, das passt Städtchen jetzt zur Größe. Ja, danke schön. Da weiß man schon, wo es hingehen soll. Ja, genau, es wird halt so ein Fantasy-Look, ne? Es wird halt echt ein Fantasy-Look. Da müssen sich natürlich auch alle dran halten, ganz wichtig, die da mitmachen, dass wir hier den Fantasy-Look beibehalten und jetzt auch nicht irgendwie blöden Mist machen, also irgendwelche blöden Witze wie beispielsweise irgendwie eine Star Trek-Raumschiff Enterprise hier auf den Turm von Vespilan bauen oder hier den Baum von Ventafur verunstalten mit irgendwelchen Laserschwertern. Das wäre irgendwie ein bisschen schade. Nee. Ja, also kannst du mal gucken da vorne, das ist eine Taverne. Also ich habe mir da halt sehr viel Zeit fürs Detail halt auch genommen und das finde ich, sollten wir halt auch alle tun. Ich finde, das ist irgendwie wichtig. Ich habe hier sogar Sachen immer in die Truhen getan damals und alles. Also da ist wirklich viel gegeben. Und hier Bier 2 Taler, Brot 1 Taler, Bett 5 Taler, Fisch 2 Taler. Beim Wirt Branduin, ja, da kommen sie direkt, die Orks, ne? Ein Bierchen wollen sie haben. Gerne. Ich hätte gerne einen Grog. Ja. Warte mal, ich guck mal, was ich hier für euch habe. Rum. Ah, wie wär's denn mit einem. Ihr mit eurem Spawnen hier, eurem Gespawne. Komm, ich gebe euch was hier. Gin Tonic. Ja. Nehmt da, trinkt, ah, Jungs, danke. Trinkt. Danke, trinkt. Danke. Hier gibt's keinen Grog im Angebot. Ich hab genug. Hier, nimm zurück. Party Sommerland ist zurück. Das feiern wir jetzt erstmal in der Taverne. Ja, und in der nächsten Folge würde ich sagen, ne, liebe Freunde, da schauen wir jetzt mal unsere Gebiete an, fangen mal an zu bauen und gucken mal, was wir uns da vornehmen. Oh, ich glaube, wir sind ziemlich betüdelt hier in der Taverne, ne? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, das wird lustig. Das wird auf jeden Fall lustig. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode und vielen Dank fürs Mitschauen. Tschüss. Ciao. Ciao.